Sie? Wer? Meine Schwester. Boah, der werde ich gleich sowas von in den Arsch treten. Im Lager, wenn sie nicht schon abgehauen ist. Wow. Das ist so ziemlich das Bezauberndste, das ich jemals bei Erzähl gesehen habe. Tja, dann hoffen wir mal, dass es den Einkäufern auch so geht. Sonst ist es nämlich unsere letzte Kollektion. Das ist so unglaublich, weißt du? Nur weil Kim mal wieder ihr Hirn abschaltet, leiden alle. Weißt du, Ansgar, LCL, Eva. Oh ja. Die arme Eva. Da wandt sich ein Callgirl an meinen Vater ran. Sag mal, warum spielst du eigentlich die Moralhüterin? Ja, weil es uns keiner macht. Weißt du, ihr findet es alle gut, ich eben nicht. Außerdem reicht's mir, dass die ganze Zeit auf mir rumgehackt wird. Was ist, wenn sie ihn mit irgendwelchen Sexdingern hörig gemacht hat? Du kennst Eva überhaupt nicht. Ja gut, dann klär mich doch mal auf. Tja, ihr seid nämlich auch nicht schlauer. Weißt du was? Du kannst froh sein, dass sie Ansgar noch nicht gesagt hat, wer hinter dieser fiesen Verleumdung steckt. Okay, du hast mich verpetzt, ja? Wow, du bist ja echt eine super tolle Schwester. So, es reicht. Mal ganz abgesehen davon, dass deine Aktion menschlich wirklich unterirdisch ist. Sie wird LCL konkret finanziell schaden. Und du bist nicht mal fähig zu begreifen, dass du einen Fehler gemacht hast. Komm, verschwinde. Ich kann deinen Anblick nicht mehr ertragen. Du. Das ist eine nette Begrüßung. Das hier ist die Zukunft von LCL. Inwiefern? Ich habe die Nacht durchgemacht und eine Kollektion entworfen. Und sie wird ein Erfolg. Rebecca, wir wissen deinen Einsatz wirklich zu schätzen. Aber wir haben das, Kanickel. Yes. Entschuldigung, dürfte ich mal wissen, wovon ihr redet? Was für ein Knickel? Damien Wood. Er kommt aus London zu uns, um unsere neue Kollektion zu entwerfen. Als Chefdesigner. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Okay, jetzt reicht's. Zuerst Juri Adam, jetzt Damien Wood. Und dann entscheidet ihr das alles ohne mich. Wie war das doch gleich? Rebecca, wir kümmern uns gemeinsam um LCL. Vielen Dank auch. Das war doch keine böse Absicht. Wir hatten gestern Krisensitzung auf Königsbrunn und du warst nicht da. Ja, weil ich mir die ganze Nacht um die Ohren geschlagen habe, um eine Kollektion zu stemmen, die uns aus der Krise bringt. Ich bin mir sicher, deine Entwürfe sind toll, aber... Aber nicht gut genug? Ihr habt meine Präsentation ja noch nicht mal gesehen. Rebecca, jetzt beruhig dich doch mal. Hier geht's nicht um dich. Wir haben gerade ein massives Imageproblem. Wir brauchen irgendeinen großen Namen, irgendeinen Star. Wir brauchen gute Presse. Ach so. Und darum engagiert ihr Damien Wood. Was ist daran so falsch? Der Typ ist weltberühmt für seine Klassiker. Ja, für seine Klassiker, die er in den 90ern entworfen hat. Ach Mensch, Sebastian. Die ganze Branche weiß, dass Wood schon seit Jahren seine Kollektion von seinem Assistenten entwerfen lässt und nur noch seine Initialen drunter setzt. Bitte was? Ja, das hätte ich euch auch sagen können, wenn ihr mich gefragt hättet. Aber gut, dann werdet selig mit ihm. Für mich war es das. Ja, Moment, was soll das heißen? Es ist wohl kaum der richtige Zeitpunkt, um Urlaub zu machen. Ich kündige. Und zwar fristlos. Rebecca, wir haben im Moment andere Sorgen. Bitte, sei vernünftig. Ich war noch nie so vernünftig wie jetzt. Also eine fristlose Kündigung würde ich eher unter hysterisch einstufen. Wir können gut verstehen, dass du sauer bist. Und wir schätzen deine Arbeit sehr. Ach so. Darum bekomme ich auch ständig einen neuen Star-Designer vor die Nase gesetzt, ne? Dass Tanja so mit mir umspringt, okay, das ist ihre Art. Von meinen Brüdern hätte ich echt mehr erwartet. Die Entscheidung für Damien Wood, die geht doch nicht gegen dich oder deine Arbeit. Lass stecken, Tristan. Rebecca, du musst das Ganze mehr als PR-Ding sehen. Es geht in erster Linie darum, abzulenken. Wir müssen ablenken von dem Rotlichtskandal, von dem Pelz-Desaster, unserer Führungslosigkeit ohne Tanja. Ja gut, dann lenk mal ab, aber ohne mich. Moment, Rebecca. Wenn du jetzt gehst, gehören all diese schönen Entwürfe rein rechtlich gesehen uns. Überleg dir das nochmal. Ich glaube nicht, dass die letzte Nacht unter meine Arbeitszeit fällt. Außerdem habe ich meine Entwürfe hier drin. War trotzdem ein netter Versuch, mich zum Bleiben zu überreden.
du? Ich war gerade wieder zu Els, weil ich jetzt noch mein Handy vergessen habe. Sag bloß, denen haben deine Entwürfe nicht gefallen. Sie haben sie nicht mehr angesehen. Bitte? Du hast dir die halbe Nacht um die Ohren geschlagen und die hohen Herren finden sie nicht mal der Mühe wert, einen Blick drauf zu werfen? Ja, die hohen Herren hatten nämlich Besseres zu tun. Ihr Masterplan ist wieder ein neuer Chefdesigner. Damien Wood. Weißt du, er bringt gute Presse und dieser ganze Skandal ist vergessen. Ganz einfach. Wood soll mit seiner super Kollektion alte Kunden zurückholen und neue dazugewinnen, weil ich das alleine wohl nicht schaffen würde. Ticken die doch richtig? Rebecca, das darfst du dir auf gar keinen Fall bieten lassen. Das habe ich auch nicht. Ich habe gekündigt. Ich möchte nicht mehr die zweite Geige spielen. Weißt du, zuerst Sonja Jäger, dann Juri Adam, jetzt Damien Wood. Und die machen alle einen riesen Tamtam, weißt du? Und wer verdient in der Zwischenzeit die Kohle mit der Klassiklinie? Muah! Ich habe einfach die Schnauze voll! Rebecca, ich verstehe, dass du wütend bist und dass du am liebsten alles hinschmeißen willst, aber jetzt denk noch mal drüber nach. Im Ernst, was willst du denn sonst machen? Keine Ahnung, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich muss jetzt erstmal meinen Kopf freikriegen, weißt du, von diesem ganzen Müll. Hilfst du mir dabei? Vielleicht. Weißt du, und wenn irgendjemand fragt, warum du zu spät bist, dann sagst du einfach, dass ich dich extra aufgehalten habe. Oh, das will ich dir sehr gerne sagen. Es ist jetzt einfach Schluss. Es ist ja nicht so, dass mich noch niemand abwerben wollte. Davon hast du überhaupt nie was gesagt? Nein, weil ich immer bei LCL bleiben wollte. Aber jetzt gucken wir doch mal, wie hoch mein Marktwert ist. Wo ist denn meine Tasche? Hier. Ah, danke. Ja, hallo, hier ist Rebecca von Lahnstein. Ich hatte ihre Karte noch und ich bin gerade dabei, mich beruflich umzuorientieren. Ein persönliches Treffen. Da muss ich mal ganz kurz in meinem Kalender nachschauen, ja? Hören Sie? Was halten Sie davon, in einer Stunde im No Limits? Schön, ich freue mich auch. Bis dann. Hey, du, wo ist denn Rebecca? Zu Hause. Wie? Ich habe mir wegen ihr die ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Okay, dann war es vielleicht doch nicht so wichtig, wenn sie sich freigenommen hat. Sie hat sich nicht freigenommen. Oh, ist sie krank? Nein, sie hat gekündigt. Weil dein Vater schon wieder einen neuen Star-Designer eingestellt hat. Was, wieso das denn? Wieso? Ich kann dir sagen, wieso. Weil du mit deinem Rufmord gegen Eva auch den ganzen Ruf von LCL in Schutt und Asche gelegt hast. Gut, sie haben ja auch schon mehr als einmal geäußert, dass sie mich gerne engagieren wollen. Unter unseren Absichten hat sich nichts geändert. Unser Angebot steht. Das freut mich. Was wären denn ihre Bedingungen, damit sie LCL den Rücken kehren? Ja, natürlich tut mir das leid, dass Rebecca gekündigt hat, aber was kann ich denn jetzt dafür? Nichts. Das ist aber auch das Einzige. Hier schon wieder zig böse Mails von Kunden. Lies dir das mal durch. Du hast Eva in der Öffentlichkeit als geldgeile Nutte hingeschickt. Ich glaube immer noch, dass sie Ansgar nur ausnehmen will. Jetzt lies dir das durch. Wie soll es denn jetzt weitergehen ohne Rebecca? Und was wird aus mir? Kim, entweder bist du verdammt egoistisch oder dumm. Oder beides. Ich habe als Chefdesignerin freie Hand. Selbstverständlich. Und an meinem Gehalt wird nichts mehr verhandelt. Dafür würden wir allerdings davon ausgehen, dass Sie sofort bei uns einsteigen. Und natürlich würden wir erwarten, dass Sie Ihr komplettes Kreativteam mitbringen. Das ist doch kein Problem für Sie. Und wenn du noch mal mit Rebecca redest, vielleicht kommt sie ja dann zurück. Wenn dir das so nahe geht, dann red du ihr doch die Kündigung aus. Ich? Wie denn? Wieso sonst so einfallsreich? Schon blöd, Kim. Du wolltest Eva treffen und hast dich dabei ins eigene Fleisch geschnitten.
Beck, ich danke Ihnen nochmal für das wirklich attraktive Angebot. Aber nach reiflicher Überlegung muss ich Ihnen leider absagen. Nein, das wäre zwecklos. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute. Wiederhören. So, das war's. Wieso hast du ihm abgesagt? Der hat den roten Teppich für dich ausgerollt. Ja, das hat auch gut getan, aber komm, seien wir ehrlich, wenn ich bei der Konkurrenz anfange, dann würden das Sebastian und Tristan als Angriff sehen. Zu Recht. Ich würde LCL schwächen. Beck wollte, dass ich mein ganzes Kreativteam mitbringe. Und das wäre, Damien Wood hin oder her, der Todesstoß für LCL. Meine Süße. Für was war der denn? Einfach, weil du so bist, wie du bist. Du fühlst dich ungerecht behandelt und willst dich endlich selbst verwirklichen. Aber noch wichtiger ist dir, dass du dabei deiner Familie nicht auf die Füße trittst. Hm, so sind wir, Lahnsteins eben. Tja, was Rücksichtnahme betrifft, bist du wohl die rühmliche Ausnahme. Na, wahrscheinlich werde ich deshalb auch nicht ernst genommen. Ja, das kann sein. Aber weißt du, viel wichtiger ist jetzt, dass du nur noch an dich denkst. Und an mich. Also, was hast du vor? Ich weiß es nicht. Vielleicht genieße ich einfach mal meine freie Zeit. Ja, genau. Das schaffst du sowieso nicht. Doch, weil du mir dabei helfen wirst.